Auch die Theosophen, Dr. Georg Grimm, aber auch Purukka und alle anderen sagen ganz klar, meine Lieben, dass wir in Nirvana nicht die Individualität verlieren. Wer es zu fassen vermag, der möge es fassen. Ich wiederhole. In Nirvana vergeht, für denjenigen, der Nirvana hat, vergeht, ist die Welt nicht mehr vorhanden. Aber er selbst ist nicht verloren. Also, da ist die Welt nicht da, die Welt der Erscheinungen. Aber das heißt nicht, dass er nicht da ist. Wollt ihr diesen Zustand feststellen? Meditieren. Wer diesen Zustand ausschließt, der kann gleich alles sein lassen. Dann gibt es nur Reinkarnation. Oder für die Atheisten nur ein Leben. Bitteschön. In der Leerheit sind alle Wesen gleich, sagt der Denkschritt des Herrn Schumann. Er schreibt, der Buddha hatte die empirische Person als Bar einer beständigen Seele, als leer, Sunya, aufgezeigt. Richtig. Materie ist die Materie, obwohl sie auch, wie wir lehren, aus Scharen von Monaden und Gottesfunken besteht. Naja. Der Mahayana-Buddhismus münzte diese analytische Aussage in eine synthetische Aussage um, indem er von der Leerheit aller Wesen spricht. Diese Ausdrucksweise erlaubt die Schlussfolgerung, schreibt Herr Schumann, die Leerheit in dir ist die Leerheit auch in mir. Die Texte nennen das die Gleichheit des anderen mit einem selbst, meine Lieben. Ist doch ganz einfach, wir kommen von einer Quelle, vom Urgrund. Monadisch gesehen sind wir alle eins, aber unterschiedlich in Verlangenszustand, Trishna. Ja? Und sehen wir wie Marionetten, die immer gehen und wiederkommen. Die Kinder, die in die Schule gehen, sind in der ersten Klasse, die sind ja auch unterschiedlich, obwohl sie alle ein Klassenziel erstmal haben. Dann gehen sie in die zweite, in die dritte, in die vierte, so tun wir das Leben für Leben. Ja? Aus dieser Gleichheit des anderen mit einem selbst eine Art Kommunismus zu schließen, ist falsch. Ja? Wir sind alle eins, aber unterschiedlich. Herr Schumann schreibt, aus dem Gleichheitserlebnis mit den Wesen der Welt, aus der Kameradschaft mit allem Lebenden rührt die Gefühlswärme, die den Mahayana-Buddhismus auszeichnet und die den Mönchspoeten Santideva 695 bis etwa 730 ausrufen lässt. Da das Leiden für mich ebenso erschreckend und unlieb ist wie für die anderen, was unterscheidet mich, dass ich mich selbst davor schütze, nicht aber den anderen? Richtig, aber meine Lieben, was ist denn das Wirkungsvollste, um die Wesen vor Leiden oder im Extremfalle vor neuer Inkarnation zu bewahren? Es ist die Lehre. Diese Lehre, die ich euch hier verkünde, weitergebe im Buch des Lichts und auch in den Zweigschriften. Die Lehre des Buddha und die Botschaft des wahren Gottes Nirvana. Natürlich ist da kein Schöpfergott gemeint damit und so weiter. Vierte Denkschritt von Herrn Schumann. Alle Wesen sind latente Buddhas. Ja, ja. Stimme ich zu. Dieses Ziel können wir alle erreichen. Er schreibt, die Leerheit ist das Absolute, hatten die Prajna Paramita Bücher verkündet, aber das war in der Kette der mahayanischen Identifikationen lediglich der Anfang. Die Kette setzt sich fort. Ja, meine Lieben, wir kommen aus der Leerheit, wir gehen zur Leerheit zurück. Im Vergleich jetzt mit allem, was wir wahrnehmen, kommen wir aus dem Urgrund, der ist leer im Vergleich zu dessen, was wir hier empfinden. Ja, wir sind sozusagen von der Angefülltheit umgeben, mit unseren eigenen Körpern und so weiter. Wenn wir uns im Verlangen nach ihnen lösen, können wir die Leerheit jetzt schon erfahren. Die urgründliche. Ja, wenn nicht, dann wird sie uns aufgezwungen. Wenn sie uns aufgezwungen wird, dann wissen wir das dort nicht. Die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Sondern müssen wir wieder in die Materie und neu lernen und wieder uns von der verbotenen Frucht kosten. Und das Urteil ist Todesurteil, meine Lieben. Wir sind alle zum Tode verurteilt. Regt euch nicht auf über einen Verbrecher, der dies und das gemacht hat und zum Tode verurteilt. Was hast du denn gemacht? Du bist auch zum Tode verurteilt. Ja, möge man bedenken. So, jetzt. Er schreibt, die Leerheit ist auch Buddhaheit, Buddha-Natur, Nirvana und Erlösung. Richtig, wer wird denn erlöst?
wenn es gar keine Seele gibt, beziehungsweise statt Seele sagen wir niemanden, der sich von den Gruppen löst. Herr Schumann. Und er schreibt, dies ist für das Mahayana-System ein Gedanke von großer Tragweite. Denn da die Leerheit jedermanns innere Natur ist, wird damit gesagt, dass auch Buddhaschaft und Erlösung jeden bereits zu eigen sind. Ja, wir sind erlöst, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Das ist wohl der wahrste Satz, den er schon mal geschrieben hat. Wie die Sonne immer vorhanden, aber oft von Wolken verdeckt ist, so ist uns nach der Auffassung des Mahayana, ja, aber auch nach der Auffassung des wirklichen Buddha. Denn das Mahayana hat vieles verdreht, sage ich jetzt mal, und verbogen vom Buddha, ja. Diese Erlöstheit ist seit jeher gegeben. Sie kann in einer Sekunde geschehen. Ich kann beim Abwaschen erlöst werden. Ja, wenn ich mich ein bisschen mit der Lehre befasst habe, oder es findet ein Input von der Monade statt, der so gewaltig ist, das gibt es auch. Sogenannte Erleuchtung. Jeder schreibt, der, ich muss noch einen Satz hier, das ist ganz wichtig, er sagt, so ist in uns nach der Auffassung des Mahayana Erlöstheit seit jeher gegeben, uns aber durch geistigen Nebel verborgen. Wie wahr das ist, Herr Schumann! Denn was der normale Mensch als Geist versteht, das lehrt das Buch des Lichts, das ist nichts anderes als feinstoffliche, aber immer noch Substanz. Und die ist eben nicht ewig und darum gibt es keinen ewigen solchen Geist. Und darum ist auch der Geist, sind wir auch erlösungsbedürftig vom sogenannten Geist, meine Lieben. Und wer lebt denn in einem solchen Geist nach dem Tod? Nehmen wir an, ein Wesen hat sich von allen anderen Hüllen erlöst. Die Götter, die höheren Wesen, die Hierarchien, die Geistwesen, die haben nur noch den Geistkörper. Glaubend, dass diese akashische Manna-Seligkeit bereits alles ist. Nun, der Buddha ging zu ihnen, deshalb war er ja auch der Lehrer von Menschen und Göttern. Hat gesagt, meine Lieben, wenn ihr wollt, habe ich was Neues für euch, ich habe Neuigkeit. Das seid ihr auch nicht. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch davon lösen. Oder ihr seid prone to reincarnation. Also ihr werdet dann reinkarnieren. Und könnt übrigens auch aus den höchsten Geistebenen wieder herunterfallen. Das geht. Herr Schumann schreibt, wir gleichen dem Reisenden, der in der Ferne in finanzielle Not geriet, aus Unwissenheit. Denn ein Freund, bei dem er einst zu Gast war, hatte ihm, als er schlief, als Notreserve für die Weiterreise einen Edelstein in den Kleidersaum geknüpft, nur hatte er keine Gelegenheit gehabt, es ihm zu sagen. Hätte der Reisende von seinem Schatz gewusst, hätte er sich leicht aus der Klemme befreien können. Meine Lieben, da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, als ich obdachlos war in Los Angeles, nur für ein paar Monate, unter der Brücke. Was ich die ganze Zeit sowieso nicht wusste, ist, dass bei der GVL auf mich etwa 300.000 Euro warten. Hätten wir anrufen brauchen. Mit den ganzen Hits, hat sich da aufgebaut. So. Als ich das dann irgendwann mal so über drei Ecken erfuhr, ja, da war die Frist überschritten und das Geld wurde bereits unter die anderen Mitglieder verteilt. Ja? Aber glaubt mir, die 300.000 Euro hätten mich auch nicht nach Deutschland zurückbewegt, denn meine Aufgabe war noch nicht erfüllt. Hier steht jetzt, Herr Schumann schreibt, Denkschritt 5, Weisheit erlöst. Völlig meiner Meinung. Er schreibt, während der Heilssucher des früheren Buddhismus noch einen langen Weg zur Leidenserlösung vor sich sieht, ist der Heilssucher des Mahayana bereits am Ziel. Vorausgesetzt, dass er seine Erlöstheit, so schreibt Herr Schumann, in der Leerheit erkannt hat. Na, ich würde anders sagen. Ich würde sagen, vorausgesetzt, er hat sich von allen Ebenen der Erscheinungswelt gelöst. Von allen Verlangen nach Körper, Gefühl, Denken, Seele und Geist. Denn auch das Gefühl, auch das Verlangen nach dem Geist ist letztlich das Verlangen nach einer geistigen Hülle, die auch vergänglich ist. Herr Schumann schreibt weiter, das Erkennen ist keine Sache bloßen Kopfwissens, Jnana. Wissen operiert mit Begriffen, die den Erfahrungsbereich des Samsara entstammen. Er stützt sich auf Urteile wie falsch und richtig, für und wider. Ja, und da kann ich Herrn Schumann gleich unterbrechen. Ist doch gar nicht nötig. Das Erkennen, da genügt doch das daraus gewonnene Wissen, alles Erkannte bin ich nicht. Was will ich denn mehr wissen? Damit hat das Erkennen dann auch seine Aufgabe erfüllt und der meditierende Heilige löst sich natürlich auch vom Erkennensvorgang, den braucht er ja nicht mehr.
Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, der fasse es. Herr Schumann schreibt, das Absolute ist auch in den Gegensatzpaaren enthalten und kann nur durch alles umgreifende Weisheit erfahren werden. Ist doch genügend, sage ich, wenn man erfährt, dass ich das und das nicht bin. Also es gab Heilige, die wussten nicht mal, ob die Erde nun platt ist oder eine Kugel. So unwichtig. Die lebten sowieso schon ohne Objektwahrnehmung und haben sich auch davon gelöst, es ist denen egal, wer was, wo, wie, warum ist. Denk mal drüber nach. Ja? Erst wenn jemand seine wesenhafte Leerheit durch ganzheitliche Weisheit erlebt, ist er dem leidhaften Wiedergeburtenkreislauf entronnen. Ach, da gibt es jemand, der entronnen ist, Herr Schumann. Ich denke, es gibt niemanden. Wer entrinnt denn, Herr Schumann? Merken Sie, wie vieles, was Sie schreiben, richtig ist, aber falsch interpretiert. Und Sie sind eine Weile völlig richtig, wenn Sie sagen, Weisheit erlöst. Aber dann ziehen Sie einen falschen Schluss aus Ihren Erkenntnissen und schreiben dann doch das Richtige. Sie schreiben, erstmal sagen Sie, es gibt da niemanden. Sagt der Dalai Lama auch, dieser unselige Mensch mit seinem Sexkult. Ja, in Nirvana ist man zerstört. Ja, also war vorher jemand da, der dann zerstört ist, oder wie? Sie schreiben, erst wenn jemand seine wesenhafte Leerheit, Erlösung durch ganzheitliche Weisheit erlebt, ist er dem leidhaften Wiedergeburtenkreislauf entronnen. Da ist also jemand, der entrinnt. Das kann der Körper nicht sein. Der ist ja weg. Oder, wenn ich den Körper verbrenne, entsteht das Verbrannte wieder im nächsten Leben. Wie denn? Ja? Das ist ja kein Verlangenspunkt. Es ist ja derjenige, der verlangt, das ist die Wesenheit. Die umgibt sich ja mit dem Körper. Und dieses Verlangen ist gespeichert, wie wir lehren, in permanenten Atomen, die gruppieren sich um einen neuen befruchteten Schoß, solange noch sexuelle Produktion besteht. Dann, wenn nicht, gibt es andere Fortpflanzungsmöglichkeiten, die das Buch zunächst beschreibt, die wir jetzt auch schon langsam haben. Und dann kommt dann ist die Monade, die Wesenheit, krallt sich eben wieder rein in den befruchteten Schoß, entwickelt sich erst ätherisch und so weiter, embryonal und so weiter und verlässt dann den Schoß. Und der Sterbevorgang beginnt, meine Lieben. Es gibt kein Leben, nein, es gibt nur ein Sterben. Wahres Sein ist, und da hat dann der Shakespeare, Sein oder Nichtsein, wahres Sein ist die Losgelöstheit von allen Verlangen, ich sag's euch. Ja, so. Und dafür gibt es dann natürlich für solche Wesenheiten, die sich losgelöst haben, gibt es einen Platz. Was ist denn das für ein Platz? Das ist der Urgrund. Ja? Herr Schumann schreibt über Ambivalenz und doppelte Wahrheit. Er schreibt, was macht das Verständnis des mahajanischen Leerheitsbegriffes so schwierig? Das kann ich Ihnen gleich sagen, Herr Schumann. Das sind Gelehrte, die empirisch nicht die Lehre wirklich praktizieren wollen. Die verquatschen sich in irgendwelche Theorien. Das Verständnis ist deshalb so schwierig, weil man nicht dem einen Satz sich meditativ anschaut. Alles Erkennbare ist nicht das Selbst. Ja, wer erkennt denn, Herr Schumann? Ja? Gut. Sie schreiben, warum entgleitet die Leerheit gleich Nicht-Existenz einer unsterblichen Seele? Ja, das sagen Sie. Immer wieder dem denkerischen Zugriff. Weil man die Wesenheit mit Denken kann sie sich nicht erfahren. Sie führt nur durch Meditation zu diesem immer näher an den Kern der Dinge, dann muss man sich auch vom Denken lösen. Man kann durch Denken Nirvana nicht erlangen, es kann einen aber bis an die Grenze zu Nirvana führen, dann löst man sich von dem Denkvorgang, wie man sich von einem Boot löst, das einen über einen wilden Fluss, den Fluss des Lebens, sagen wir, trägt auf die andere Seite, dann nehme ich das Boot doch auch nicht auf dem Buckel, sondern ich verlasse es und brauche dieses Boot nicht mehr. Das Boot, das uns zu Nirvana führt, an die Schwelle zu Nirvana ist das Denken. Davon müssen wir uns dann lösen. Das fällt den meisten sehr schwer. Die denken halt gerne weiter. Ich war cogito ergo sum, sagt, glaube ich, Descartes. Ja, das stimmt auch nicht. Ich denke, also bin ich ja vielleicht in dieser Welt, aber per se nicht. Ich bin auch noch, wenn ich nicht denke. Was bin ich denn dann? Man mache sich an die Arbeit. Das ist wahrer Empirismus, Herr Schumann. Meditation,
Seelenatem-Meditation. Herr Schumann schreibt in seiner bemerkenswerten Arbeit, PDF, kann man als Doktorarbeit sehen, aber auch als Doktorarbeit wie jemand von jemandem, der die Lehre des Buddha nicht oder noch nicht verstanden hat, aber schon ziemlich nah dran ist. Ambivalenz und doppelte Wahrheit, schreibt er. Was macht das Verständnis des mahayanischen Leerheitsbegriffs so schwierig? Habe ich schon gesagt, ja. Warum entgleitet die Leerheit gleich Nicht-Existenz einer unsterblichen Seele immer wieder den denkerischen Zugriff? Habe ich auch gesagt. Der Grund liegt in ihrer Doppelwertigkeit, habe ich nicht gesagt, sagt er. Er schreibt, einerseits ist die Leerheit der empirischen Person der Grund für deren Wechselhaftigkeit und Tod und das daraus resultierende Leiden. Nein, der Grund ist das Verlangen nach dem Leben, Herr Schumann. Der Grund ist das Verlangen der wahren Wesenheit nach dem Leben. Der Körper hat kein Verlangen nach dem Leben. Der ist so vergänglich. Unterstellen Sie doch dem Körper nichts. Gut, so. Weil alles Leerheit ist, ist nichts von Dauer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nichts ist von Dauer. Was entsteht, muss vergehen. Herr Schumann, wenn ich das Entstehende und Vergehende wäre, wäre ich mir des Wechsels gar nicht bewusst. Das wäre meine normale Natur. Also nehme ich ein Entstehen und Vergehen wahr. Da schließt sich wieder der Kreis. Der Buddha sagt, alles als vergänglich Erkennbare bist du nicht. Hat er gesagt, du bist nicht? Glaube ich nicht, Herr Schumann. Aber Sie wollen das unterstellen. Das ist wiederum ein falsches Verständnis der Lehre des Erhabenen. Sie zitieren hier eine, was heißt WCH, weiß ich nicht, Vajracchedika Prajnaparamita, glaube ich. Ja, gut. Da beschreiben Sie die Unsicherheit der karmisch bedingten Welt. Ja, wohl wahr. Also, Sie schreiben, wie Sterne, Augenflimmern, oder es steht dort, wie Sterne, Augenflimmern, wie ein Lämpchen, wie Zaubertäuschung, Tau und blasiger Schaum, wie Traumgespinst, ein Blitz und eine Wolke, so ist, was da bedingt ist, anzuschauen. Ja, mein lieber Herr Schumann, sehen Sie da nicht die gewaltige Größe der Lehre des Erhabenen? All das sind wir nicht. Dessen werden wir nur gewahr. Was werden wir dann gewahr, dass es immer so ist? Nein. Werde in seiner Vergänglichkeit bewahr. Jede Sekunde explodieren neue Galaxien, getrieben von Verlangen in Existenz, neue Sonnensysteme. Und die verschwinden auch wieder. Sie schreiben, als Grund der Unsicherheit der Welt ist die Leerheit wertnegativ. Ach Gottchen, naja, warum solche Begriffe? Ich bin nichts von der Welt. Du bist nichts von der Welt. Deshalb kannst du auch alles in ihr werden. Schaut doch mal, wie die Leute sich den Körper schon anschauen, wenn ich der Körper wäre. Die schauen doch den Körper schon. Ganze Wissenschaften werden aus dem Körper oder auf den Körper bezogen, erschaffen. Ja? Die Augen und das Herz und die Lungen, das alles geht doch von selbst. Die funktionieren von selbst, die Organe, da haben wir gar nichts mit zu tun. Daran sehen wir schon, dass wir das doch nicht sind. Ja? Die Leerheit ist die Voraussetzung, dass die Beendigung der Wiedergeburt überhaupt möglich ist. Für wen, Herrn Schumann, wenn es keinen gibt, wie Sie sagen, der Buddha hätte es behauptet? Besäßen wir eine ewige Seele, schreiben Sie, wie Upanishaden und Hinduismus behaupten, dann wären wir eben durch die Ewigkeit unserer Seele zur Dauerexistenz in dieser leidvollen Welt verdammt und könnten der Wiedergeburt nie ein Ende machen. Oh, also das, der Schluss, den wage ich auch anzuzweifeln. Eine ewige Seele kann ja auch ihr Verlangen drosseln und sagen, ich verlange etwas nicht. Also da unterstellen Sie der ewigen Seele aber ganz schöne Dummheit. Sozusagen eine ewige Unwissenheit. Nein. Eine ewige Seele könnte sehr wohl auch sagen, ich will das und das nicht. Diese Argumentation greift bei mir nicht. Selbstverständlich gibt es gar keine ewige Seele, denn die Monade oder Seele, die den Geburtenkreislauf beginnt, oder neu beginnt, ist nicht mehr dieselbe, wenn sie ihn beendet. Periodisch. Das kann ich mal ganz klar sagen hier. Es gibt zu keiner Zeit eine gleiche Monade. Deshalb gibt es ja auch zu keiner Zeit den gleichen Körper. Alle 7 Monate, manche sagen Jahre, manche sagen Monate, kommt halt darauf an, wie die okkulte Struktur da ist. Es sind völlig neue Atome im Körper. Völlig neuer Körper, den wir haben. Gar nicht dasselbe. Also auch da.
Und sie schreiben, als Voraussetzung der Erlösung ist die Leerheit ein Wertpositiv. Und damit verlieren sie auch gleich den größten Teil der Menschen mit gesundem Menschenverstand, weil sie mit diesen Worten nichts anfangen können. Die Voraussetzung der Erlösung, Herr Schumann, ist das sich lösen von dem, was wir essentiell nicht sind. So, jetzt darf die Frage dann kommen, ja, was bin ich denn nicht? Der Buddha hat es gesagt, alles als vergänglich Erkennbare. Ja? Sie schreiben, wie wir die Leerheit erfahren, hängt ab von unserer Einsichtsfähigkeit. Ja. Dem Unverständigen macht die Leerheit Angst. Ja, selbstverständlich. Das war ja auch, der Buddha, den hatte man gefragt, gibt es eine Seele oder gibt es keine? Auf beides hat er nicht geantwortet. Aus guten Gründen, weil es eine solche, wenn er gesagt hätte, es gibt eine Seele, hätte jemand vielleicht sagen können, erst hatte ich keine, jetzt habe ich eine. Ja? Und wenn, was ist die Seele dann? Dann wäre der Satz des Buddha wieder nicht gültig, alles, was du erkennst, das bist du nicht, könnte er dann sagen, ist die Seele nicht, bist du nicht, hat er gesagt, naja, das Anatman, ja, alles Erkennbare. Hätte er gesagt, die Seele ist endlich, da hätte derjenige Angst vorm Tod. Hätte er gesagt, die Seele ist unendlich, dann würde der andere sagen, ja, warum sterbe ich dann? Also versteht ihr, das macht alles keinen Sinn. Es geht nur, die höchste Belehrung kann nur stattfinden, alles als vergänglich Erkennbare bist du nicht. Willst du den wahren Zustand sein, dann löse dich Verlangen, zum Beispiel durch Meditation, von allem als vergänglich Erkennbaren. Mehr ist nicht zu sagen. Dafür ist die Seelenatmen-Meditation da. Nun gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte aber zunächst mal wissen, wie das gesamte Universum funktioniert, wo wir herkommen, was beim Wiedererwachen des Universums geschieht, wo kommen die Mineralien, Pflanzen, Tiere, wo kommt das her? Wir lernen im Buch des Lichts, die Säugetiere stammen vom Menschen ab, stellt euch mal vor. Wir lernen, der Affe stammt vom Menschen ab. Naja, da geht ein Wutausbruch eines jeden Wissenschaftlers. Wer das noch braucht, meine Lieben, um sich zu lösen, dafür ist das Buch des Lichts da. In einem Poster wird alles erklärt. Brauchen wir nur downloaden, kostet nichts. Ja? Herr Schumann schreibt, ebenso fühlt sich der Weltling von der Leerheit als Vergänglichkeit erschreckt. Natürlich ist er erschreckt. Weil etwas in ihm sagt, warum ist in uns allen, in allen Wesen, ach sogar in Pflanzen sage ich, der Trieb, nicht zu sterben. Der Trieb eines Fortbestehens, auch nach dem Tode. Alle haben diesen gleichen Trieb. Die Natur verschafft immer Möglichkeiten, dem menschlichen Trieb oder dem Trieb zu entsprechen, weil er ein Allwesen ist. Weil es in der Tat ein Fortbestehen gibt. Leben für Leben, auf anderen Ebenen und so weiter. Ja? Und darum, wenn der Mensch sich natürlich nur, wie es ja hier passiert in dieser materiellen Welt, meine Lieben, auf den Körper konzentriert und da Unsterblichkeit leben will, na, da hat er natürlich ein Problem. Proportional dazu wächst die Angst, denn er will sich an etwas klammern, das ihm buchstäblich jeden Tod entrissen wird. Auch die Meister können vielleicht 500 Jahre leben, 1000 Jahre, dann brauchen sie einen neuen Körper. Manifestieren sich eben zum Beispiel entweder durch Kriya Shakti oder durch einen neuen befruchteten Schoß, können dann auf der Astralebene ruhig warten, bis das Embryo sich drin entwickelt hat und können dann immer wieder rein, raus, na gut, das ist eine andere Geschichte. So. Also, was sagt denn der liebe Herr Schumann? Dem Unverständigen macht die Leerheit Angst. Richtig. Warum er immer Leerheit sagt? Also, das ist wieder ein Begriff, der auf diese Welt Bezug nimmt. Wenn in einem Raum nichts ist, sagen wir, er ist leer. Aber die Welt jenseits der Erscheinung, da treffen diese Begriffe nicht zu. Darum ist jemand, der das liest, der identifiziert Leerheit mit Nichts-Dasein, mit gar nichts, mit Zerstörung. Wir dürfen für das Nirvana keine Worte benutzen aus der Welt der Erscheinung, sondern nur Andeutungen. Wir können nur sagen, was Nirvana nicht ist. Alles
als vergänglich erkennbare, beziehungsweise das Verlangen danach, auch das hält uns von Nirvana ab. So. Ja? So entkommt man dem Samsara, wenn man denn auch so will. Es gibt ja Leute, die wollen nicht. Sagen, ich will wiederkommen, bitteschön. Auch da hat das Buch des Lichts Verhaltensmaßregeln, die uns eine so leidlos wie mögliche Reinkarnation sichern. Herr Schumann schreibt, man kann der Doppelwertigkeit der Dinge auch im alltäglichen Leben begegnen. Ja, selbstverständlich. Das ist ja, hier ist ja Dualität auf allen Ebenen. Das ist eben die abstrakt-duale Natur der Monade, die sich dann immer wieder in der Materie manifestiert und zu dieser Dualität führt, vor 18 Millionen Jahren zum Beispiel zur Teilung der Menschen oder der Strukturen in Männer und Frauen, in die Geschlechter. Gut, ein schönes Beispiel von Herrn Schumann. Ja, Beispiele soll man immer bringen, das hat auch meine Lehrerin gesagt, das sagt auch der Buddha. Herr Schumann schreibt, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Restaurant und am Nebentisch ruft jemand dem Kellner zu, Herr Ober, bitte ein Glas H2O. Man lacht, denn die Sprache der Chemie ist in dieser Situation fehl am Platz. Dennoch ist sie nicht falsch. Sie verrät ein analytisches Naturverständnis, das aber auch begrenzt ist, Herr Schumann. Wasser ist viel mehr als H2O. Es gibt so viele andere Substanzen, aus denen Wasser besteht, nur weil wir die noch nicht entdeckt haben. Also ist das auch eine beschränkte Aussage, H2O. Bitte, gut. Er schreibt weiter, man tut gut daran, die Ausdrucksweise der Wissenschaft von der gewöhnlichen Ausdrucksweise des Alltags getrennt zu halten, sage ich, das ist nicht so gut. Das schafft ja dann dieses Gott-in-Weiß-Symptom, ja, und die Wissenschaft sollte sich eher der einfachen Sprache des wahren Buddhismus nähern. Beispiel, Herr Schumann, die Wissenschaft sucht den Ursprung des Universums. Sie steigen in Raumschiffen und die fliegen in den Raum hinaus. Ist hier nicht, dann ist es dort. Das dort ist es hier. Buch des Lichts lehrt, es ist in dir. Und du erfährst es durch keine Maschine, sondern in der Meditation. Eigentlich sollten alle Wissenschaftler meditieren und ihre Erlebnisse dann empirisch aufschreiben. Das würde uns viel Forschungsgelder sparen. Wir könnten diese Gelder verwenden, um die hungernden Kinder in der Welt zu füttern. Für mich wäre ein Wissenschaftler jemand, der 10 Stunden am Tag meditiert, konsequent, und seine Erfahrungen aufschreibt. Und dann sagt, ich war so und so nahe dem Urgrund, so und so nahe, so und so, immer weiter. Und dann versucht zu beschreiben, was er da erfahren hat, meine Lieben. Ja? Anstatt an der Peripherie rumzukratzen, sollte er sich mehr dem Zentrum widmen. Der Buddha wusste das, schreibt Herr Schumann, und unterscheidet schon im Pali-Kanon zwei Sprechweisen. Die Sprache der Alltagsvernunft und die Sprache der höchsten Weisheit. Naja, der höchsten Wahrheit. Die Sprache der Alltagsvernunft, sagt er, handelt von den Wesen und Dingen in ihrer vordergründigen Verschiedenheit und wird als konventionelle oder verhüllte Wahrheit zum Vritti-Sutya bezeichnet. Die Wahrheit im höchsten Sinne, Paramartha Satya, hat die Leerheit und innere Gemeinsamkeit der Wesen zum Thema. Prajna, Paramita-Bücher machen sich einen Spaß daraus, zwischen den beiden Sprachebenen auf und ab zu springen. So belehrt der transzendente Buddha den Mönch Subhuti über die Natur der Dinge. Mal sehen, was er sagt. Also, er schreibt, eben durch ihre Natur, Subhuti, sind jene Dinge nichts. Na, Kimchit, ihre Natur ist ihre Nicht-Natur und ihre Nicht-Natur ist ihre Natur. Weil alle Dinge nur ein Kennzeichen besitzen, nämlich das Nicht-Kennzeichen. Und warum? Es gibt keine zwei Naturen der Dinge, Subhuti. Dinge haben nur eine Natur. Die Natur aller Dinge ist die Nicht-Natur. Und ihre Nicht-Natur ist ihre Natur. Damit meint er ganz einfach den Urgrund. Ja, ganz einfach. Ja? Das Nicht-Kennzeichen heißt, alles Erkennbare ist nicht das wahre Kennzeichen der Dinge, sind nicht wirklich die Dinge. Ist nicht wirklich die Natur der Dinge. Die Natur der Dinge ist verborgen im Urgrund. Und die Bande werden gelöst, alle 311 Billionen 40 Milliarden Jahre, so funktioniert die Maschine. Jetzt schreibt Herr Schumann, die Paradoxität der Ausnahme,
beruht auf der Ambivalenz der Leerheit, die man in konventioneller Sprache als die Natur Prakriti der Dinge und in absoluter Sprache als ihre Nicht-Natur Aprakrit bezeichnen kann. Ja? Wenn wir also Aprakrit sagen, das heißt Nicht-Materie, und wenn wir das konsequent weiter sagen bis hoch zur höchsten Geisthülle, die ja auch aus Materie besteht, aus Prakrit. Mula Prakrit ist die Urmaterie. Ja? Die hat verschiedene Einteilungen laut Buch des Lichts. Die feinste wäre in unserem Fall jetzt mal die Geisthülle eines Menschen, falls er denn eine solche hat, wie ich hoffe. Viele, ja bitte, es ist bei vielen ist sie wohl noch nicht so aktiviert, weil die anderen Hüllen aktivierter sind. Das ist der Lernvorgang. Wenn wir jetzt Aprakriti, also Nicht-Materie, als einen Zustand der Losgelöstheit von der Materie nehmen, eine Wesenheit, die losgelöst ist vom Verlangen auch nach der höchsten materiellen Schwingung, dann kann man sagen, ist Nirvana auch Aprakrit, Nicht-Materie. Wer es zu fassen vermag, mein Lieben? Der fasse es. Die Paradoxität der Aussage, hat er gesagt, okay, habe ich gelesen. Ja, er schreibt auf die Leerheit. Negativ und positiv treffen beide Wertungen zu. Ja, wenn ich Nirvana, den Urgrund, die Urgrundsituation, ich weiß, es gibt ja Zustände. Es ist auch nicht so, dass der Raum gefüllt wird beim Big Bang, sondern es ist eine Zustandsveränderung. Aber darüber ein andermal. Jetzt hier kann ich sagen, dieser letzte Satz, wenn richtig verstanden und definiert, ist völlig zutreffend. Auf die Leerheit, nehme ich jetzt mal Nirvana an, negativ und positiv zugleich treffen beide Wertungen zu. Also, wenn ich Nirvana als einen Zustand der Befreiung nehme, dann ist er positiv. Ja, für jemand, der noch klammert an der physischen Ebene oder sonst wo, der gar kein Nirvana will, würde man sagen, ist er negativ. Könnte man sagen, ja? In der Natur der Welt der Erscheinungen, da habe ich bereits Stellung genommen dazu, das Wort leer erzeugt immer so ein bisschen so ein Angstgefühl. Ja? Ein leerer Raum, ein leeres Dies, alles ist leer. Das trifft aber auch nur zu für die Welt der Erscheinungen. Es gibt keine Leerheit von Nirvana, Herr Schumann. Ja? Denn von Nirvana, da versagen alle Beschreibungen. Das möge man sich mal merken. Herr Schumann schreibt weiter. Das gleiche Gedankenspiel mit der Doppelwertigkeit betreiben die Prajnaparamita-Bücher mit dem Begriff Nicht-Eigennatur, Asvabhavta, der oft den Begriff Leerheit vertritt. Da den Wesen und Dingen eine dauerhafte Seele fehlt und sie nur Phänomene sind ohne beständigen Kern, sind sie ohne Eigennatur. Naja, wenn sie ohne Eigennatur sind, dann gibt es ja auch keine Natur der Dinge, meine Lieben. Und da schreiben sie, die Dinge haben die Eigennatur, dass sie keine haben, also haben sie eine. Herr Schumann, betrachten Sie mal Ihre Worte. Sie schreiben, die Dinge haben die Eigennatur, dass sie keine haben. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja? Kann man so, ich hoffe, ich klinge nicht zu negativ hier, also als sagt man, die Dinge haben eine Seele, die sie nicht haben. Also Unsinn. Das macht genauso wenig Sinn, wie als wenn ich sage, nachts ist es kälter als draußen. Und sogar die Frage stelle, warum ist es nachts kälter als draußen? Beides macht keinen Sinn. Natürlich gibt es Leute, die dann auch noch Antwort darauf finden. Eine Antwort wäre, es macht keinen Sinn. Und damit wäre die Diskussion in Schwung gebracht, und wir sagen, warum? Macht doch für mich Sinn. Nachts ist kälter als draußen. Ja, was macht's für dich denn für einen Sinn? Naja, dass es nachts kälter ist als draußen. Und da kommen wir wieder, der Kreis der Unsinnigkeit schließt sich mit Ihren Worten, Herr Schumann, hier, die Dinge haben die Eigennatur, dass sie keine haben. Das geht nicht. Können die machen. Ja, und daher haben Sie wiederum recht, wenn Sie schreiben, man kann wohl kaum annehmen, dass die Mehrzahl der Mahayanins diese Sprechweise verstand. Ja, weil sie ist auch nicht zu verstehen. Zu verstehen die Worte des Erhabenen. Alles, was du als vergänglich wahrnimmst, bist du nicht. Ja? Gut, ich lese weiter. Sie fragen, Herr Schumann, wie nun reflektieren sich die im
ersten Jahrhundert vor Christi, im Prajnaparamita Sutra entwickelten Gedanken. Wie reflektieren die sich? Im zweiten Jahrhundert nach Christi, im Werk des Philosophen Nagarjuna. Ja, meine Lieben, da beginnen die Gelehrten bereits die Heiligen abzulösen. Anstatt diese, Entschuldigung, wie ich es mal sage, Eierköpfe, sich mal hinsetzen und meditieren, geht man in die heutigen buddhistischen Diskussionsschulen. Da seht ihr die jungen Leute auch, die aufeinander eindiskutieren mit Worten, mit Bewegungen. Ich denke, ich bin da in einer Riesenschlägerei, ja? Fast so wie Leute, die verschiedene Religionen sich aufschwatzen wollen, ja? Und kaum jemand meditiert. Wisst ihr, die meisten Leute meditieren, um weltliche Erfolg zu haben. Geht auch. Seelenatmenmeditation ermöglicht in der Tat, dass man, wenn man meditiert, auf verschiedenen Ebenen sehr erfolgreich ist. Und auf anderen Ebenen nicht, wo man es auch gar nicht sein sollte. Aber das ist nicht das Ziel der Seelenatmenmeditation. Das höchste Ziel der Seelenatmenmeditation ist Nirvana. Oder zumindest ein Nicht-Wiederkehren der Inkarnation auf dieser Ebene. Oder wenn man wiederkehrt, dass man die Lehre verbreitet und anderen hilft und so weiter und so weiter. Herr Schumann schreibt, dass über die Person Nagarjunas wenig überliefert ist. Anfang 2. Jahrhundert nach Christus, Mittelindien, Vidarpa, in einer brahmanischen Familie geboren und schon als Jugendlicher zum Mönch ordiniert. Naja, da haben wir die Brahmanen wieder, die sagen, die Einheit mit Brahman ist das Höchste. Stimmt nicht, sagt der Buddha. Es gibt was Höheres. So, er schreibt jetzt, Nagarjunas Hauptwerk ist das Madhyama Kasastra, das Lehrbuch der mittleren Lehre. 448 Merkstrophen. Meine Lieben, es sollte nur eine Merkstrophe geben. Lass los, was du nicht bist. So. Da das Madhyamaka-Sastra keinen systematischen Aufbau besitzt, schreibt Herr Schumann, ist es zulässig, seine Strophen nach Themen zu ordnen. Dabei wird deutlich, dass Nagarjuna einige mahayanische Lehren, darunter die von den Bodhisattvas als Heilshelfern, links liegen lässt, sollte er lieber nicht tun sollen. Und immer wieder auf den historischen Buddha Gautama Bezug nimmt. Er möchte als Interpret der originalen Buddha-Lehre verstanden werden und da ist bereits schon der Fehler. Die originale Buddha-Lehre braucht keinen Interpreten. Das ist genau dem Buddhismus, meine Lieben, ist genau dasselbe Schicksal hat das erlitten wie dem Christentum, Bibel, Koran, tausendmal umgeschrieben, fehlinterpretiert, nicht gelebt nach der Lehre, sich selber was zusammengewurschtelt und haben. Das Buch des Lichts ist nichts Neues. Es ist uralt, einfach nur wiedererweckt und ich gebe es weiter. Ja? Und so wurde aus den Heiligen wurden Gelehrte. Oder die Gelehrten vertrieben die Heiligen. Haben sich zu Tode diskutiert. Herr Schumann schreibt, das Thema des Madhyamaka-Sastra ist in einem Satz zu umreißen. Die Wiedergeburt ohne Seele. Okay, okay. Was wird denn da wiedergeboren? Nehmen wir an, ich nenne es nicht Seele. Mein lieber Herr Schumann und mein lieber Nagarjuna, warum überhaupt diese beiden zusätzlichen Worte ohne Seele? Machen die vielleicht mehr Sinn, als wenn er geschrieben hätte, in einem Satz zu umreißen, die Wiedergeburt? Was wird denn wiedergeboren? Erleuchten Sie mich. Was wird wiedergeboren dann? Der Körper doch nicht, der vergeht doch. Sehen Sie, wie beides keinen Sinn macht. Wiedergeburt, also die Wiedergeburt für sich macht dann keinen Sinn, weil sie die Frage nicht beantwortet. Und die Wiedergeburt ohne Seele schon gar nicht. Ja, im Gegenteil. Sie setzen diese beiden Worte, sind diese letzten, sind wie eine Axt, die man nochmal übergezogen bekommt. Ja? Der Buddha hatte die Annahme einer Seele im Sinne einer den Tod überdauernden, sich immer wieder reinkarnierende Identität als Irrtum erklärt, die vom Karman gelenkte Wiedergeburt aber anerkannt. Herr Schumann, der Buddha hat gesagt, alles Erkennbare bist du nicht, löse dich davon. Sehen Sie denn nicht da schon, dass jemand da ist, der sich löst?
Der Seelenglaube, so hatte er gezeigt, entspricht einem Denken, das allem Daseinenden ein Substrat unterstellt und bei dem es nur Sein oder Nichtsein geben kann. Wo andere eine Substanz behaupten, erkannte Gotama einen Konditionismus. Aber das erklärt nicht die Wiedergeburt. Wenn die Skandhas per se werden nicht wiedergeboren, zumindest nicht so, wie man sich das hier vorstellt. Es bedarf dreier, sagt der Buddha. Herr Schumann, gehen Sie mal in die buddhistischen Schriften. Der Buddha sagt, um dass also ein Mensch wiedergeboren wird, bedarf es drei Wesenheiten. Vater, Mutter und die Wesenheit. Herr Schumann, das ist die Lehre des Buddha. Es bedarf Vater, Mutter und der Wesenheit. Das ist die buddhistische Lehre. Wörtlich. Und Sie haben das dann eben in der Weise nicht verstanden. Oder ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Ich kann das so nicht sehen. Ja? So, meine Lieben, ich werde noch etwas ausführlicher jetzt behandeln. Die PDF des Herrn Schumann, Buddhismus betreffend. Und dann natürlich muss, so ist es die Anweisung des Chohan, nach der Diskussion muss dann auch eine Phase sein, wo die Belehrung erfolgt. Und so seltsam es klingt, ich will damit nicht belehrend sein in dem normalen Sinne, sondern es muss dann ganz klar eine Richtigstellung erfolgen im Sinne der Lehre des Buddha. Aber zunächst einmal noch zu Herrn Schumann und seiner PDF, Frühbuddhismus und so weiter betreffend. So, meine Lieben, jetzt kommt die Belehrung im Sinne der Lehre des Buddha, die von so vielen so falsch verstanden wurde, aber das ist doch kein Wunder, weil sie ja entstellt wurde im Laufe der Jahrhunderte und man dann nur noch dieses entstellte Wissen hatte, zum Beispiel Anatta betreffend. Aus das ist nicht das Selbst wurde es gibt kein Selbst. Herr Schumann, diesem Irrtum sind auch Sie verfallen, dass Sie dann die Bedeutung des Anatta nicht verstanden haben. Und wir wollen hier mal wieder den Buddha zu Worte kommen lassen, wie jemand auch das völlig missverstand. Aber zunächst mal. Da ist also der Wanderasket Vacchagotto, der kommt ja zum Erhabenen und sagt, lieber Gotamo, ist das Selbst? Der Erhabene schweigt. Er hat nicht gesagt, das Selbst ist nicht. Aufgepasst. Vacchagotto fragt, Erhabener, ist das Selbst? Buddha, silent, sagt nichts. Ja, Vacchagotto spricht ihn wiederum an. Ja, wie also, lieber Gotamo? Das Selbst ist nicht? Auf diese Worte verhielt sich der Erhabene ebenfalls schweigend. Er hat nicht gesagt, das Selbst ist nicht. Ja, der Wanderasket Vacchagotto war enttäuscht, erhob sich und entfernte sich. Da kam natürlich Anando zum Buddha, zum Erhabenen, und sagt, Herr, warum hat sich der Erhabene, also warum hast du dich, auf die Fragen des Wanderasketen Vacchagotto hin nicht erklärt. Da sagt der Erhabene, nun ja, hätte ich, Anando, auf die Frage des Wanderasketen Vacchagotto, ist das Selbst, erklärt, das Selbst ist, so wäre Ananda, oder Anando, dadurch jenem Asketen und Brahmanen, oder jenen Asketen und Brahmanen, welche die Ewigkeit lehren, beigepflichtet worden. Das ist ja ganz klar, denn die denken ja, Atman ist das Höchste, nicht wissen, dass das auch nur eine vergängliche Manifestation ist. Ja? Und dann hätte er dieser Lehre beigepflichtet, dass der Geist oder das Selbst ewig ist im Sinne von ewiger Dauer. So etwas, meine Lieben und Herr Schumann, gibt es nicht. Es gibt nichts, was einen Anfang hätte und kein Ende. Unmöglich, unmöglich. Ja, das muss man erstmal so verstehen. Und da sagt der Buddha ganz klar, hätte ich Anando auf die Frage des Wanderasketen Vacchagotto, ist das Selbst? Das Selbst ist erklärt, dann hätte ich jenen Asketen und Brahmanen,
welche die Ewigkeit lehren, im Sinne der Dauer von ewig beigepflichtet, hätte dem beigepflichtet. Hätte ich, sagte der Erhabene, Anando, andererseits, auf die Frage des Wanderasketen Vachagotto, das Selbst ist nicht, erklärt, das Selbst ist nicht, so wäre Anando dadurch jenen Asketen und Brahmanen, welche die Vernichtung lehren, beigepflichtet worden. Ja, der Buddha macht ganz klar, seine Lehre ist keine Vernichtungslehre, es ist nur eine Loslösungslehre von dem, von Anatta, von dem, was das Selbst nicht ist. Der Buddha fährt fort. Und hätte ich, Anando, auf die Frage des Wanderasketen Vachagotto, ist das Selbst erklärt, das Selbst ist, wäre das wohl ein Mittel gewesen, in ihm die Erkenntnis entstehen zu lassen, alle Erscheinungen sind nicht das Selbst? Das freilich nicht, Herr. Der Erhabene fährt fort. Er belehrt hiermit auch Anando. Hätte ich aber, Anando, auf die Frage des Wanderasketen Vachagotto, das Selbst ist nicht, also auf die Frage des Wanderasketen Vachagotto, das Selbst ist nicht, erklärt, das Selbst ist nicht, so würde das, Anando, dem verworrenen Wanderasketen Vachagotto nur noch mehr Verwirrung eingetragen haben, in dem Sinne, ja, früher war doch mein Selbst, jetzt aber ist es nicht. Meine Lieben, man kann sich nicht selbst finden. Finden kann man nur das Nicht-Selbst. Man kann sich allerdings, oder durch Erkenntnis, kann man sich selbst nicht erkennen. Es gibt also, alle Selbsterkenntniskurse sind ein Schwindel. Man kann nur erkennen, was man nicht ist. Jeder Erkenntnisvorgang geht von innen nach außen. Das muss man mal so sehen, ja? Man kann nicht Selbsterkenntnis haben, das geht. Denn auch Nirvana ist Anatta. Also, der Buddha distanziert sich hier ausdrücklich von den Asketen und Brahmanen, welche Vernichtung lehren, Herr Schumann. Und wenn Sie natürlich in Ihre Richtung weiterdenken, dann denken Sie in die Vernichtungsrichtung. Weil es gab ja auch schon zu Zeiten des Buddha Leute, die für die Idee oder den Gedanken, dass es etwas außerhalb der Welt der Erscheinung geben würde, da nicht viel übrig hatten, ja? Sondern sie identifizierten sich so sehr mit ihrer Persönlichkeit, dass ihnen die Idee der Außerweltlichkeit ihres Seins gar nicht zu Bewusstsein kam, ja? Die kennen nur Alternative eines persönlichen Selbst, das gibt es natürlich nicht. Mit den fünf Gruppen, also unter den fünf Gruppen das Selbst, oder gar keins. Ja? So, wenn die fünf Gruppen weg sind, natürlich, dann werden die fünf Gruppen die Mörder des Teiles der Monade, lehren wir, oder der Wesenheit, die sich eben mit dem Selbst identifiziert. So ist das. Ja? Aber der Buddha sagt ganz klar, die fünf Gruppen sind nicht das Ich. Dann kommen die zu dem falschen Schluss, zu dem Herr Schumann und viele, viele Buddhisten kommen, nämlich, dass es gar kein Ich gibt, dass es gar keine Wesenheit gibt. Ja? Also ein Heiliger wäre dann ein Mensch, der sich selbst vernichtet. Das ist ein seltsamer Heiliger, ja? Und deshalb hatten die auch Angst, das hat ja der Herr Schumann auch erwähnt, diese Angst vor der Vernichtung, dass der Buddha dann die Lehre L-E-E-R-E gelehrt hätte. Vernichtet werde ich sein, haben die dann gedacht, zugrunde gegangen, ach, nicht mehr werde ich sein. Und dann ist man traurig, man ist gebrochen, man jammert, man schlägt die Stöhnen in die Brust, man gerät in Verzweiflung, oh, ich möchte lieber nicht sterben, denn wenn das kommt, bin ich ja weg. Ja? Genau das hat der Buddha nicht gelehrt. Aber genau dahin wird die Lehre des Buddha von Herrn Schumann und vom Dalai Lama noch viel schlimmer missverstanden, indem er sagt, in Nirvana sind wir zerstört, dann ist das doch kein Ziel für mich, Entschuldigung, da komme ich doch lieber wieder. Da verzichte ich auf jede Lehre. Warum soll ich mich lösen? Bin stark genug gewesen in diesem Leben.
Und wenn die Reinkarnation stimmt, dann werde ich im nächsten dann eben stärker sein und werde versuchen, dass ich so gut wie möglich da lebe. Ja? Aber dem ist eben nicht so, meine Lieben. Man kann sich ein wunderschönes nächstes Leben durch rechtes Verhalten, das lehrt ja auch der Buddha, kann man sich schon erleben, würde ich fast sagen. Man kann es sich also erringen durch rechtes Verhalten. Und der Buddha hat protestiert gegen diesen Missverstand seiner Lehre, wie sie auch leider Herr Schumann präsentiert in seiner PDF. Der Buddha hat gesagt, ein Mönch, dessen Geist so erlöst ist, dann noch aufzuspüren, dass sie sagen können, dies ist das Substrat für das Tathagata-Bewusstsein, gelingt selbst den Göttern eingeschlossen Indra, Brahma und Prajapati nicht. Denn ich behaupte, sagt der Buddha, in der Erscheinungswelt ist der Vollendete nicht ausfindig zu machen. Also da ist ein Vollendeter, lieber Herr Schumann, der ist genannt in der buddhistischen Lehre der Tathagata. Ja? Und weil ich das behaupte, sagt der Buddha, beschuldigen mich manche Asketen und Brahmanen falsch und zu Unrecht. Der Asket Gautama will mit allem aufräumen. Er lehrt die Vernichtung, das Verschwinden, das Vergehen. Herr Schumann, aufgehört, jetzt bitte hergehört. Das Vergehen des wirklich Seienden. Wobei der Buddha ganz klar sagt, schon zu Lebzeiten nenne ich den Vollendeten unfassbar. Da ist doch etwas, Herr Schumann, da ist der Vollendete. Wer ist ein Vollendeter? Das, der Tathagata meinetwegen, der sich losgelöst hat von allem. Er hat nichts mit dem Körper und mit dem anderen Dingen zu tun. Das ist ein Skandas, ja? Und da wird der Buddha fast emotional und sagt, was ich nicht rede, dessen bezichtigen mich jene lieben Asketen und Brahmanen grundloser, nichtigerweise falsch mit Unrecht. Nur eines, ihr Mönche, sagt er, verkündige ich bis heute, also heute wie früher, das Leiden und seine Vernichtung. Und dann sagt er, in einer Weise kann jemand, der wahr über mich redet, sagen, die Vernichtung lehrt der Asket Gautama. Zum Zwecke der Vernichtung verkündet er seine Lehre und damit leitet er seine Schüler. In welcher Beziehung könnte nun einer, der wahr über mich redet, also sagen, ich lehre die Vernichtung? Nun, das wäre, wenn er sagt, ich lehre die Vernichtung der Gier, die Vernichtung des Hasses, die Vernichtung der Verblendung, ich lehre die Vernichtung der mannigfachen, bösen, nicht zum Heil gereichenden Dingen. In dieser Beziehung, siha, kann, wer wahr über mich redet, sagen, die Vernichtung lehrt der Asket Gautama, zum Zwecke der Vernichtung verkündet er seine Lehre und damit leitet er seine Schüler. Also da ist ganz klar etwas, der Tathagata geht zu Nirvana, meine Lieben. Weiter das zu definieren bringt nichts, denn das muss man in der Meditation erfahren. Das hat ja der Buddha auch selber in der Meditation erfahren, ist in vorwärts und rückwärts laufender Bewegung, hat er selbst gesagt, nach Nirvana, Körper verlassen, wieder zurück, hier unten gelehrt. Nach Nirvana in der Meditation oder auch in einen der hohen Himmelsebenen weiter gelehrt und so weiter und so weiter. Meine Lieben, es gibt da einen Dialog, den ich besonders Herrn Schumann ans Herz lege. Ein Mönch hat wie Herr Schumann, muss man jetzt mal sagen, der hieß Yamako. Da war die Ansicht entstanden, ich verstehe die vom Erhabenen verkündete Lehre darin, dass ein von der Beeinflussung befreiter Mönch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode dem völligen Untergang der Vernichtung anheimfällt und nicht mehr ist. Das haben natürlich die Mönche des Buddha gehört und gesagt, Augenblick mal, sprich nicht so. Freund Yamako. Und ich würde auch jetzt sagen, sprich nicht so, Freund Schumann. Unterschiebe dem Erhabenen nichts. Dem Erhabenen etwas zu unterschieben ist nicht gut. Der Erhabene würde nämlich nicht also sprechen, ein von Beeinflussung befreiter Mönch fällt bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode dem völligen Untergang der Vernichtung anheim und ist nicht mehr. Aber Yamako, und ich denke mal vielleicht auch jetzt immer noch Herr Schumann, beharrt auf seiner Ansicht.
Nun ja, da haben die Mönche das dem Sariputta berichtet. Das war, kann man sagen, der größte der Jünger des Buddha. Der Jünger, der dem Meister gleicht, wie man sagt. Aber kommt jetzt natürlich der Sariputta und macht das, was ich mit Herrn Schumann mache, mit dem Yamako und belehrt ihn. Freund Yamako, ist es wahr, wie man sagt, dass sich in dir folgende schlechte Ansicht oder dass in dir folgende schlechte Ansicht entstanden ist? Ich verstehe die von dem Erhabenen verkündete Lehre darin, dass ein von der Beeinflussung befreiter Mönch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode dem völligen Untergang der Vernichtung anheimfällt und nicht mehr ist? Da sagt der Yamako, gewiss, Freund. Sagt der Sariputta oder Sariputra, was meinst du, Freund Yamako? Und ich frage auch, Freund Schumann, was meinen Sie, Freund Schumann? Ist der Körper unvergänglich oder vergänglich? Yamako antwortet, ja, vergänglich, Freund. Und was vergänglich ist? Ist das leidvoll oder glücksbringend? Leidvoll, Freund. Da muss ich gleich mal unterbrechen. Wer leidet denn da worunter? Dieser Körper selber nicht. Leidvoll für wen? Für die Wesenheit selbst, über die der Buddha nichts anderes aussagt, als das, was sie nicht ist. Wer es zu fassen vermag, meine Lieben, der fasse es. So, jetzt fragt also Sariputta den Freund Yamako. Ja, wenn der Körper vergänglich ist, ist das leidvoll oder glückbringend? Leidvoll, Freund. Und was vergänglich, leidvoll, wandelbar ist, kann man das in diesem Sinne betrachten? Das ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst? Oh, da überlegt der Yamako und sagt, gewiss nicht, Freund. Sariputta fährt fort. Er sieht, wie die Mauer des Yamako langsam fällt und bröckelt. Ist die Empfindung, ist die Wahrnehmung, sind die Gemütstätigkeiten, ist das Bewusstsein unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, Freund. Und was vergänglich, leidvoll, wandelbar ist, kann man das in diesem Sinne betrachten, das ist mein, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, Freund. Und Sariputta schließt die Belehrung oder fährt fort. Deshalb, Freund, was es auch an Körper, was es an Empfindung, was es an Wahrnehmung, Gemütstätigkeit, Bewusstsein gibt, vergangen, zukünftig, gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, hässlich oder schön, fern oder nahe, alle diese Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Gemütstätigkeiten und alles Bewusstsein. Sollte man der Wahrheit gemäß in rechter Weisheit also erkennen, das ist nicht mein, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Zu keiner Zeit hat der Sariputta gesagt, dass es gibt mich nicht, ich bin nicht und es gibt kein Selbst. Es gibt, das hat er nicht gesagt. Sariputta fährt fort. Wenn, Freund, ein kenntnisreicher, edler Jünger solches durchschaut, wird er des Körpers, der Empfindung, der Wahrnehmung, der Gemütstätigkeit, des Bewusstseins satt. Indem er ihrer satt wird, löst er sich von der Beeinflussung. Durch das Fernbleiben der Beeinflussung wird er frei. Und frei geworden wird er sich der Freiheit bewusst. Meine Lieben, erkennt ihr das? Wer wird sich denn da bewusst? Ja? Der Freiheit. So, jetzt geht aber der Buddha in Wirklichkeit noch viel weiter und sagt, auch das Bewusstsein der Freiheit bist du nicht. Ja, da schalten die meisten natürlich ab, das ist klar. Aber du bist ja nicht dein Bewusstsein. Diesen Quantensprung der Zustandsänderung, boah, wie gewaltig, hat der Buddha geschafft, das ist das Nirvana. Nun gut, Sariputta fährt fort. Was meinst du, Freund Yamako? Betrachtest du, und jetzt bezieht er sich auf den Buddha selbst, betrachtest du den Körper als den Vollendeten, also mit Vollendeten meint er jetzt den Buddha, ja? Deshalb sage ich jetzt mal, betrachtest du den Körper als den Buddha? Das freilich nicht, Freund.
Betrachtest du die Empfindung als den Buddha, die Wahrnehmung, die Gemütseligkeit, das Bewusstsein als den Vollendeten? Das freilich nicht, Freund. Was meinst du, Yamako? Hältst du dafür, dass der Vollendete in dem Körper inbegriffen sein? Das freilich nicht, Freund. Aha. Hältst du dafür, dass der Vollendete außerhalb des Körpers sei? Das freilich nicht, Freund. Mit außerhalb des Körpers meint er natürlich auch in der Welt der Erscheinungen irgendwo außerhalb. Ja? Hältst du dafür, dass der Vollendete in der Empfindung oder in der Wahrnehmung oder in den Gemütstätigkeiten oder im Bewusstsein inbegriffen sei? Das freilich nicht, Freund. Hältst du dafür, dass der Vollendete außerhalb von Empfindung, Wahrnehmung, Gemütstätigkeiten und Bewusstsein ist? Das freilich nicht. Was meinst du, Freund Yamako? Hältst du dafür, dass Körper, Empfindung, Wahrnehmung, Gemütstätigkeiten und Bewusstsein zusammen den Vollendeten ausmachen? Das freilich nicht, Freund. Was meinst du, Freund Yamako? Hältst du dafür, dass der Vollendete ohne Körper, ohne Empfindung, ohne Wahrnehmung, ohne Gemütstätigkeit, ohne Bewusstsein sei? Das freilich nicht, Freund. Da du nun, und meine Lieben, es ist ganz klar, dass man nicht sagen kann, ein Vollendeter ist ohne diesen Tast, weil man würde Ausdrücke und Worte und Bezeichnungen der Welt der Erscheinung nehmen. Das trifft nichts, trifft das. Darum hat der Buddha das selbst eigentlich beschreibend Worte genommen, die nur auf das Nicht-Selbst sich beziehen. Er hat nicht gesagt, das Selbst ist dies und das. Er hat gesagt, das Selbst ist nicht dieses, nicht dieses, nicht das, nicht jenes, neti, 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 neti. Buddha fragt weiter. Da du nun, Freund Yamako, außerstande bist, den Vollendeten selbst in dieser sichtbaren Erscheinung wahrheitsgemäß und sicher ausfindig zu machen. War es da richtig von dir zu erklären, ich verstehe die von dem Erhabenen verkündete Lehre darin, dass ein von der Beeinflussung befreiter Mönch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode dem völligen Untergang der Vernichtung anheimfällt und nicht mehr ist? Die Frage ist berechtigt, meine Lieben, denn innerhalb der Welt der Erscheinungen ist alles vernichtet, sprich die zeitlos ewige Materie. Mula Prakriti ändert die Form, was wir als Anhaftende als Vernichtung sehen, muss man auch mal sagen. Ja? Das freilich nicht, sagt er. Und warum nicht, Freund Yamako? Und da ergibt sich Freund Yamako, und ich würde mich freuen, wenn Freund Schumann sich der wahren Lehre des Erhabenen jetzt ergeben würde, sagt der Yamako, beziehungsweise, ja, der Yamako sagt, weil ich vorher unwissend war, Freund Sariputto, hatte ich diese schlechte Ansicht. Nachdem ich nun aber diese Darlegung der Lehre vom ehrwürdigen Sariputto gehört habe, ist jene schlechte Ansicht von mir aufgegeben und ich habe die Lehre voll begriffen. Und das wünsche ich mir von unserem lieben Freund Schumann, dass er zwar manchmal in die richtige Richtung weisend, aber dann falsch daraus schließend, diese schlechte Ansicht aufgibt. Sariputto fährt weiter zu fragen. Und ich muss noch etwas erwähnen, wenn wir die fünf Gruppen betrachten, wenn wir an ihnen hängen, dann sind sie Qualitäten von uns, aber keine wesentlichen. Mit unserem eigenen Wesen haben die nichts zu tun. Wenn wir aber an ihnen haften, dann sagen wir ich, ja, wenn wir sie fahren lassen, wer lässt denn die Gruppe fahren, lässt sie los? Dann sind wir gar nicht berührt in unserem Bestande. Wir sind immer noch dasselbe wie vorher, meine Lieben. Da kommen wir noch dazu später. So, aber zunächst einmal. Fragt also der Sariputto weiter, wenn nun Freund Yamako dich jemand fragen würde. Freund Sariputto, was wird bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode aus einem Mönch, der ein Meister von der Beeinflussung befreit ist? Hört ihr denn schon die Worte, meine Lieben? Befreit von der Einflussung. Da sagt er, fragt er weiter, der Sariputto, was würdest du, Freund Yamako, auf diese Frage hin erklären? Da sagt der Yamako, und ich wünsche mir, dass der Herr Schumann das auch sagt. Wenn mich, Freund, jemand fragen würde,
Freund Yamako, was wird bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode aus einem Mönche, der ein Meister und von der Beeinflussung befreit ist, dann würde ich, Freund, auf diese Frage hin Folgendes erklären. Der Körper, Freund, ist vergänglich. Was vergänglich ist, das ist leidvoll. Was leidvoll ist, das ist zur Aufhebung gelangt. Das hat sich aufgelöst. Die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten, das Bewusstsein sind vergänglich. Was vergänglich ist, ist leidvoll. Was leidvoll ist, das ist zur Aufhebung gelangt. Das hat sich aufgelöst. Dies, Freund, würde ich auf jene Frage hin erklären. Meine Lieben, wenn der Pastor bei der Beerdigung sagt, mögest du ruhen, ja, ewige Frieden, dann weiß er eigentlich gar nicht, dass er hochokkult gesehen in Wirklichkeit meint, eine Zeit ohne Dauer. Eine Zeit, wo kein Anfang ist, kein Ende. Da vergeht keine Zeit. Das ist der ewige Friede. Das ist die Definition von Ewigkeit. Eine andere gibt es auch in der Bibel nicht, meine Lieben. Ja, also wenn es steht in der Bibel, ein ewiges Leben, ist damit nicht gemeint, ein Leben, das einen Anfang hat und kein Ende. Nein, nein. Man spricht da ganz hoch gesprochen von Nirvana, von einer befreiten Wesenheit. In dem Sinne, ja? Von einer Existenz ohne Dauer. Das ist natürlich für die meisten Menschen völlig unvorstellbar. Ja, so ist es ja auch. Das kann man nur in der Meditation erfahren. Wer in der Meditation Nirvana hatte und zurückkommt, kann es gar nicht richtig beschreiben, aber wer weiß, er hatte es. Die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. So, jetzt haben wir hier die Frage, die Antwort ist Yamako. Der antwortet, Freund Yamako, ist die Frage, was wird bei der Auflösung des Körpers geschehen, wenn man dich das fragt? Was würdest du denn dann antworten? Und dann sagt er eben, tja, wenn mich, Freund, jemand fragen würde, Freund Yamako, was wird bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode von einem Mönch, der ein Meister und von der Beeinflussung befreit ist, dann würde ich, Freund, auf diese Frage hin Folgendes erklären. Der Körper, Freund, ist vergänglich. Was vergänglich ist, ist leidvoll. Was leidvoll ist, das ist zur Aufhebung gelangt. Und das hat sich aufgelöst. Die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten. Das Bewusstsein ist vergänglich. Was vergänglich ist, ist leidvoll. Was leidvoll ist, das ist zur Aufhebung gelangt. Das hat sich aufgelöst. Dies, Freund, würde ich auf jene Frage hin erklären. Und da sieht Sariputta, dass Yamako die Lehre des Erhabenen verstanden hat. Aber er denkt sich, vielleicht muss ich ihm dann noch ein bisschen was, ich muss ihn noch weiter belehren, bitte, und das soll nicht hochnäsig klingen, sondern das ist einfach gut gemeint vom Sariputta, von jemandem, der die Lehre des Erhabenen verstanden hat. Gut, gut, Freund Yamako, sagt er. Ich will dir also ein Gleichnis geben, Freund Yamako, damit du diesen Gegenstand in noch höherem Grade erkennst. Angenommen, Freund Yamako, es wäre da ein sehr reicher, sehr begüterter, mit viel Schutz umgebender Haushalter oder Haushalterssohn, und diesem wäre ein Mann feindlich, unfreundlich, übelwollend gesinnt und trachtet ihm nach dem Leben. So, und jetzt fährt er fort, kann das mal hier zusammenfassen. Der lebt also, dieser nach dem Leben Trachtenden, und will ihn irgendwann umbringen und bringt ihn dann um. Da fragt der Buddha, war er nicht von Anfang an schon ein Mörder? Sagte, ja, das kann man sagen. Und da bringt er dieses Beispiel, dass auch der Körper der Mörder desjenigen ist, der sich mit ihm identifiziert. Ja, er ist ein Mörder, dieser Körper. Wenn wir uns mit dem Körper identifizieren, wird der Körper der Mörder desjenigen, der sich mit ihm identifiziert und ihm anhaftet. Und das erfahren wir dann als den Tod. Ja? Also, sagt er ganz klar, ein kenntnisloser Weltmensch, sagt er, der mit dem Heiligen nicht vereint, mit der Lehre des Heiligen nicht vertraut, in der Lehre des Heiligen nicht geübt ist, ein solcher betrachtet den Körper vom Standpunkte des Selbstes aus. Hör mal zu, der hat gesagt, des Selbstes, ja? Des Selbstes aus. Entweder das Selbst als körperhaft
oder den Körper als im Selbst inbegriffen oder das Selbst als im Körper inbegriffen. Er betrachtet die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeit, das Bewusstsein vom Standpunkte des Selbstes aus. Und das ist natürlich der falsche Standpunkt. Wenn wir das tun, im umso größerem Maße wir das tun, in umso größerem Maße wird der Körper unser Mörder. Wird auch die anderen Hüllen werden auch unser Mörder. Ja, meine Lieben, in den höchsten Himmelswelten, in die der Buddha in der Meditation oft gegangen ist und diejenigen dort auch belehrt hat, die waren nur in ihrem Geistkörper. In ihrem Geistkörper. Da kann man sagen, ist der Geistkörper auch der Mörder der Wesenheit. Nur ist der Tod vielleicht nicht so qualvoll, wenn Mahapralaya kommt und alles in den Urgrund wieder eingesogen wird und der kosmische Atem wieder einatmet. Der Atem ohne Atmer. Und von Atem, das sehen wir aus, kommt später das Atma oder auch vice versa. Der Weltmensch erkennt nicht der Wahrheit gemäß, dass der Körper, dass die Empfindung, dass die Wahrnehmung, dass die Gemütstätigkeiten, dass das Bewusstsein leidvoll ist. Das Bewusstsein ist leidvoll, meine Lieben. Auch das Bewusstsein, mit Brahman vereint zu sein, wie selig lächelnd die Brahmanen verkünden, denn auch das unterliegt der Vergänglichkeit und darum ist es leidvoll. Der Weltmensch. Aber man kann dann in dem Zusammenhang auch sagen, der höchste Brahmane erkennt nicht der Wahrheit gemäß, und jetzt versteht ihr, warum die Brahmanen den Buddha nicht so besonders nett fanden, ja? Erkennt nicht der Wahrheit gemäß, dass der Körper, dass die Empfindung, dass die Wahrnehmung, dass die Gemütstätigkeit, dass das Bewusstsein nicht selbst ist. Das ist Anatta. Er erkennt nicht der Wahrheit gemäß, dass der Körper, dass die Empfindung, dass die Wahrnehmung, dass die Gemütstätigkeiten, dass das Bewusstsein geworden ist. Er erkennt nicht der Wahrheit gemäß, dass der Körper, dass die Empfindung, dass die Wahrnehmung, dass die Gemütstätigkeiten, dass das Bewusstsein Mörder sind, sagt er. Ja? Wer die fünf Haftungsgruppen als den Freund betrachtet, der hat das Ganze noch nicht erkannt. In Wahrheit sind die fünf Haftungsgruppen unser Feind. Sie bringen uns den Tod. Und man kann schon fast sagen, sadomasochistisch wie man dann ist, will man ihn wiederhaben. Egal, ob er vergänglich ist, man denkt sich, es gibt nichts anderes, es gibt nichts anderes, denkt man sich. Ja, man hat kein außerweltliches Denken. Und das wird ja hier bei uns, unser außerweltliches Denken ist zwar noch innerhalb der Welt, aber es führt zur Welt jenseits der Erscheinungen, dann legen wir dieses Denken auch ab. Wer aber nur im Denken innerhalb der Welt, wer nur Konzentration sich konzentriert und denkt, um Dinge innerhalb der Welt zu erlangen, der wird früher oder später depressiv, leidvoll, traurig, jammert und enttäuscht. Denn in der Welt kann man sich nicht finden. Man muss sich vom Verlangen nach der Welt lösen, wenn man sich finden will. Wenn man, ja, aber jetzt aufpassen. Nicht gleich sagen, ich habe mich gefunden. Das ist ein so mystischer Vorgang, meine Lieben, den man nur in der Meditation erleben darf. Das ist ganz intim. Man löst sich weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann kommt das Nirvana. Wer sich vom Nirvana lösen will, riskiert Wahnsinn. Gibt es auch so einen Satz, ja? Also das erkennt jeder, der sich mit dem Körper identifiziert, erkennt nicht, dass er sich mit seinem Mörder identifiziert, meine Lieben. Kein Wunder, dass Shakespeare so genial war, der nur von Mord und Totschlag berichtet. Ja, natürlich, das sind Menschen, bis hoch zum höchsten Könige, ja, die in der Wollust, in der Eifersucht, überall in diesen emotionalen Sümpfen sich wühlen. Da kommt ja nichts anderes bei raus als Mord und Totschlag. Was denn sonst? Was denn sonst, meine Lieben? Also jemand, der, sagen wir mal, das sagt auch hier der Buddha im Samyutta Nikayo, der sich mit dem Körper nicht identifiziert, unterliegt nicht dem Körper, haftet nicht an ihm, noch versteift er sich darauf, es ist mein Selbst. Versteht ihr das? Ja? Wenn ich mir diese Jacke ausziehe, versteife ich mich doch nicht darauf, das ist meine Jacke. Nun gibt es allerdings Leute, Kleider machen Leute, die sich so sehr mit ihren Sachen identifizieren, wenn da ein Fleckchen drauf ist, kriegen die schon einen kleinen Herzanfall. Das wäre so ein Beispiel dafür. Aber jemand, der
auf dem Loslösungspfade ist, identifiziert sich nicht mit dem Körper, haftet nicht an ihm, versteift sich nicht darauf, es ist mein Selbst. Ja, und da liegt auch nicht der Empfindung, nicht der Wahrnehmung, nicht der Gemütstätigkeit, nicht dem Bewusstsein. Er haftet nicht daran. Wer ist denn der, der haftet, lieber Herr Schumann? Die ganze Zeit spricht der Buddha von, er haftet nicht daran. Er benutzt das Wort er an sich nur als Krücke. Aber dass da was ist, was haftet, steht doch wohl außer Frage. Nur es wird sich nicht mehr ich nennen, wenn es Nirvana erlangt hat. Ja? Also ist doch ganz klar, dass der Buddha in jedem Falle voraussetzt, dass der Heilige ist, der sich Loslösende, egal was er sein will, ja, egal wie man es bezeichnet. Aber er ist nicht die fünf, die Persönlichkeit konstituierenden Gruppen. Und wo findet der definitive Wegfall dieser fünf Gruppen statt, meine Lieben? Im Tode. Für den Heiligen allerdings ist der Tod nichts weiter als die Vernichtung desjenigen an ihm, was ja sowieso von dieser Welt ist, vergänglich, leidvoll und eben nicht sein wahres Wesen. Er legt es ab, wie ich eine Jacke ablege, wie ihr ein Kleidungsstück ablegt, wenn ihr zu Bett geht oder so. Ja? Es ist zur Aufhebung gelangt, dieses ihm nun Fremde. Ihm ist nun alles fremd, dem Heiligen ist alles fremd. Alles, was er an sich erfährt, als entstehend und vergehend, ist ihm, wer ist denn der ihm, Herr Schumann? Fremd, ja? Er ist dann ein völlig Erhabener geworden, ein Tathagata, ein Dahingehender, der also da nach Nirvana geht. Aber der Weltmensch, der sich mit der Persönlichkeit identifiziert, also 99,999999999% aller Menschen, im schlimmsten Falle in den Religionen der genitalgesteuerte Mensch, der dann nur noch für seine Lüste eine Entschuldigung beim Lieben braucht und dann sagt er einfach, Gott wollte das so. Und dann gibt es da Muslime, die sagen, man gibt ganze Millionen davon, die sagen, man darf eine Frau vergewaltigen und reinigt sich dadurch. Man muss nur vorher beten, ja, vielen Dank. Bürschlein, dein Karma möchte ich nicht haben. Gut. Der Weltmensch aber, und dazu gehören viele Religiöse, der sagt, von irgendwelchen Teilen seiner Persönlichkeit, das bin ich. Und er verliert sich in diese Persönlichkeit. Er geht so vollkommen darin auf, meine Lieben, dass sie immer wieder sein Mörder wird. Er ist dem Tode verfallen. Die Persönlichkeit, die fünf Komponenten der Persönlichkeit werden zum Mörder. Also da ist der Begriff Mörder ein solch befreiender, erleuchtender, ein hinweisender zu Nirvana, das kann man gar nicht laut und oft genug sagen. Ja, die Persönlichkeit mit den fünf Komponenten wird zum Mörder dessen, der sich mit ihr identifiziert. Das sehen wir doch Leben für Leben, Tod für Tod. Und es wird auch zum Mörder des uns, sage ich, sagt der Erhabene, sagt das Buch des Lichts, einzig angemessenen Zustandes der Freiheit von den fünf Gruppen und dem Anhaften daran. Oder, aufgepasst, der Freiheit von dem Verlangen nach den fünf Gruppen. Wir dürfen es nicht sehen als eine örtliche Sache, das Außerweltliche. Wenn ich das Außerweltliche als etwas sehe, hier ist die Welt und da hinten ist dann Nirvana, so ist das nicht. Es ist ein Zustand, eine Zustandsänderung, Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Und was ist das? Nun, der Erhabene beschreibt es uns. Es gibt, ihre Mönche, ein nicht geborenes, nicht gewordenes, nicht geschaffenes, nicht entstandenes. Wenn es, ihr Mönche, dieses nicht geborene, nicht gewordene, nicht geschaffene, nicht entstandene nicht gäbe, dann wäre hier ein Entrinnen. Wer entrinnt denn, lieber Herr Schumann? Ich zitiere gerade den Buddha. Dann wäre hier ein Entrinnen aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Entstandenen nicht zu erkennen. Weil es nun aber, sagt der Erhabene, ihr Mönche, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nichtgeschaffenes, Nichtentstandenes gibt, darum lässt sich ein Entrinnen, ein Entrinnen, man kann sich laut genug ausrufen, wer entrinnt denn da? Aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Entstandenen erkennen. Wir können entrinnen,
indem wir uns nach innen begeben zu dem Urgrund, dem Entstehungspunkt des gesamten Universums. Der Buddha lehrt ganz klar. Oder wenn wir jetzt Dhammapada vergleichen, da haben wir, wenn er Entstehen und Vergehen der Gruppen deutlich hat gesehen, erlangt er Glück und Seligkeit als Seher des Unsterblichen. Herr Schumann, Sie wissen, was ich meine. Ich spüre förmlich, wie Sie jetzt das Ganze richtig definieren. Denn es ist ja nicht alles falsch gewesen, was Sie geschrieben haben in der PDF. Sondern da war vieles richtig. Aber einige Schlüsse haben eben in die falsche Richtung geführt. Nämlich in die Vernichtungsrichtung. Als ob es keinen Selbst gäbe. Wenn es keinen Selbst gäbe, wenn es kein Etwas, nennen wir es meinetwegen, wie wir es wollen. Man kann es mit den Worten der Welt nicht beschreiben. Wenn es das nicht gäbe, dann gibt es auch keinen, der entrinnt. Dann können wir das Ganze vergessen. Der Buddha beschreibt hier ganz klar, ich glaube, es ist das Einerbuch, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist also, Udanam ist es. Udanam, Römisch 8,3. Udanam. Beschreibt er eben das. Es gibt ein Nichtgeborenes. Und wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es für das Geborene, Entstandene kein Entrinnen. Darum heißt ja auch Nirvana der Urgrund, die Zuflucht. Nebenbei gesagt, ja? Es gibt, ihr Mönche, sagt er, jenes Gebiet, wo nicht Erde noch Wasser ist, nicht Feuer noch Wind, nicht unendliches Raumgebiet noch unendliches Bewusstseinsgebiet, noch das Gebiet des nicht irgendetwas Seins, noch das Gebiet der Wahrnehmung und auch Nichtwahrnehmung, nicht diese Welt, noch die andere Welt, nicht beide. Ja, das gibt es nicht. Es gibt es, Entschuldigung. Das Gebiet gibt es. Da sind kein Mond, keine Sterne, keine Sonne. Dann sagt der Buddha, das, dieses Gebiet, nenne ich, ihr Mönche, weder kommen noch gehen, noch stehen noch vergehen, noch entstehen. Ohne Stützpunkt, ohne Fortgang, ohne Basis ist das. Eben dies ist das Ende des Leidens und das Ende der Dauer. Meine Lieben, Ehre sei dem Buch des Lichts. Existenz ohne Dauer, wenn wir mal ganz verwegen sind, ist Nirvana. Und da werden natürlich die meisten sagen, ja, wie gibt's denn das? Das geht doch gar nicht. Das ist nichts für mich. Macht ja nichts. Wir bieten es nur an. Kann man das sehen? Ja, das sagt der Buddha ganz klar. Im Udanam schwer zu sehen, freilich. Ist das nicht selbst. Und jetzt meint er mit nicht selbst, das, was wir glauben, dass in dieser Welt selbst ist, ja, was wir so sagen, es gibt ein Selbst. Ja, es gibt eins, aber es ist schwer zu sehen. Ja, da muss man eben sehen, dann, wie man zwischen Anatta und Atta unterscheidet. Schwer zu erkennen ist das Nicht-Selbst, nämlich als solches. Ja, das Selbst kann sich nicht erkennen. Und darum ist es kein erkennbares Selbst und darum ein Nicht-Selbst. Gut, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, jetzt ergehen wir uns in Theoretisieren. Jetzt tue ich das, was ich mir Herrn Schumann vorgeworfen habe. Darum zurück zur Einfachheit. Alles als vergänglich Erkennbare ist nicht das Selbst. Ja, was gibt's denn Einfacheres, meine Lieben? Ja? Der Mensch ist also ganz klar auch unabhängig von seiner Persönlichkeit und auch nach der Vernichtung dieser Persönlichkeit. Was er ist, können wir nicht beschreiben. Das muss jeder empirisch feststellen durch die Lehre, geleitet durch diese Worte und in praktischer Meditation, sonst bleibt er nur ein Theoretisierer und bewegt sich nur in Manas Rupa, in Manas Loka, der Gedankenwelt, in seinem Manas Rupa, in seinem Gedankenkörper, gefangen wie ein Hamster im Rad. Nur der Meditierende, und zwar selbst wenn er gerade am Sterben ist, selbst wenn das, ich komme nochmal darauf zurück, wie man einen Sterbenden belehrt, das finden wir in den Buddha-Lehren auch, ja. Selbst noch den letzten Augenblick, wenn er sich noch damit befasst, ist das segensreich und wohltuend. Der Mensch ist auch ganz unabhängig von seiner Persönlichkeit. Wie er da ist, ist eine andere Sache. Und auch nach der Vernichtung der Persönlichkeit. Es ist eine gewaltige Lehre, mein Lieben. Und die aus reiner Anschauung ist die fundierend.
Man braucht nicht mehr als den physischen Körper. Wir brauchen keine extraweltlichen Theorien eigentlich, keine metaphysischen, die gibt es, wir haben ein Buch, das Licht lehren und so weiter. Diese metaphysischen Ebenen erlangen wir sowieso in der Meditation. Aber das müssen wir uns dann ans Werk machen. Und sei es nur für eine Stunde am Tag. Ich liebe euch alle.